KuchenTV kann nicht auf solche Videos wie meins reagieren, weil diese Videos sind zu gut. Schon mein erstes Video war so fucking gut, dass es ihn einfach zerlegt und er dann nicht weiß, was er damit machen soll. Selbst wenn er es gesehen hat, was willst du darauf antworten, Digga? Ich habe einfach recht mit dem, was ich sage. Was willst du machen? Reden wir über KuchenTV, weil heute möchte ich ein bisschen analysieren, weil KuchenTV meiner Meinung nach hat drei Probleme, die er nicht sieht, und ich möchte ihm ein bisschen entgegenkommen, indem ich ein Video mache und ihm erkläre, welche drei Probleme er hat. Vielleicht hat er dann mehr Einsicht und mehr Selbstreflexion und kann ein bisschen mehr hinterfragen, was er da tut und wie sinnvoll das ist, was er da tut. Ja. Heute in der Früh mache ich Twitter auf und was sehe ich? Leute beschweren sich, weil KuchenTV hat auf Impulse Sally reagiert und die Fans von KuchenTV haben einfach Scheiße im Chat geschrieben. Und ich weiß, es wird gleich die Aufregung kommen. Ja, was ist denn? Das ist ein Chat. Das ist ein Chat. Was kann er für sein Chat? Dazu komme ich gleich, was er für sein Chat kann. Komm du mir nicht mit, was kann er für sein Chat. Ich sage dir gleich, was er für sein Chat kann. Siehst du, da unten schreibt zum Beispiel einer Hündin, er hat hier ein Kuchen-TV-Emoji in seinem Profil. Am Sperma verschluckt. Sieht aus wie eine typische Amateur-Milf. Sie will dann die Alte nervt. Die Alte hasst Männer im Allgemeinen. Dreht die Pornos oder woher kennt man die? Ist sie dumm? Schade, dass die so bumsbar aussieht. Ist ja dumm wie Scheiße. Das heißt, du hast hier lauter kaputte Menschen, also hirntechnisch kaputte Menschen. Da hast du zum Beispiel auch, ich hoffe, die Dampfe verwandelt sich noch in eine P99. Also die E-Zigarette verwandelt sich in eine Pistole. Ja. Und hier gibt es noch viel mehr. Ich könnte noch viel mehr vorlesen, was einfach hier für eine Scheiße steht. Aber belassen wir es dabei. Ihr könnt das dann im Nachhinein lesen. Ist jetzt KuchenTV für seine Community verantwortlich oder wie oder was? Natürlich ist er für seine Community verantwortlich. Creator sind immer für ihre Community verantwortlich, zu einem gewissen Grad. Natürlich verstehe ich, dass ein KuchenTV 1 Million Follower hat und dass er nicht jeden, nicht was dafür kann, dass jeder seiner Zuschauer einfach, dass er jeden kennt und dass er weiß, was jeder in seinem Hirn trägt. Das kann er nicht. Das verstehe ich. Aber es sollte ihm schon ein bisschen ein Ringelinge-Ding-Ding im Kopf machen, wenn er sieht, was für Leute bei ihm herumlaufen und sich einfach mal fragen, tue ich zufällig irgendetwas, um solche Leute anzuziehen? Weil bei mir gibt es solche Leute nicht auf meinem Kanal. Ich rede nicht solche Themen, dass solche Leute da sind. Ich rede so etwas nicht. Bei mir kann es solche Leute am Kanal nicht geben, weil erstens blocke ich sie sofort. Zweitens gibt es nichts in unseren Hirnen, was uns miteinander taktet. Es gibt nicht solche Leute auf meinem Kanal, weil ich kann mit solchen Leuten nicht connecten. Wenn ich was anderes reden würde, wie zum Beispiel das, was Kuchen redet, dann wären sie auch auf meinem Kanal. Und es liegt sehr viel damit zusammen, wie Kuchen auftritt und was er redet. Das ist sehr wichtig. Deswegen sind diese Leute auf seinem Kanal. Wegen dem, was er redet. Und viele Leute laufen da draußen herum und werfen einem Kuchen vor, dass der ein böser Typ ist, dass er Rechter ist, ein Nazi ist, dies, das. Ich habe ja schon dieses eine Video gemacht, wo ich gesagt habe, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Kuchen ein böser Nazi ist. Ich glaube nicht, dass Kuchen ein Frauenhasser ist. Ich glaube nicht, dass Kuchen irgendwie ein böser Typ ist. Ich glaube, der Typ hat genau drei Probleme, die dazu führen, dass mit ihm alles so ist, wie es ist. Und diese drei Probleme möchte ich jetzt anführen. Das erste Problem von Kuchen ist einfach, der Typ ist nicht gebildet. Meiner Meinung nach ist dieser Typ, hat er keine genug hohe Bildung, dass er über gewisse Themen reden kann, die eine hohe Bildung voraussetzen. Und ich will euch da nur ein paar Beispiele zeigen, damit ihr seht, worum es geht, ja? Ja, heute ist bei uns, was heißt Mittwoch auf Englisch? Nicht sagen. Wednesday. Wednesday, was hast du ausgesprochen? Heute ist, nächster Tag, Digga. Wednesday. W Wednesday, Digga. Und das ist nicht das erste Mal. Es gab so viele Videos, wo der Typ, wo man gesehen hat, der Typ kann kein Englisch. Okay? Der kann kein Englisch. Hier ist ein zweiter. Pass auf. Also, wenn du Nachhilfe in Biologie möchtest, Bro, ne? Ich meine, ich habe jetzt so einen Realschulabschluss, ne? Ich weiß, ABK könnte besser helfen, aber dann melde dich. Wir können uns gerne mal die Antonomie. Was ist denn heute los mit mir? Die Autonomie. Wie heißt denn das? Die Antonomie. Ad hominemie. Anatomie, genau. Der Anatomiepark. Worauf ich hinaus. Ey, der meint das ernst. Ja, der meint das ernst. Okay?
Und das ist so das erste Problem. Das sind nur zwei Beispiele. Ja, da gibt es sehr viele andere Beispiele, die du einfach heraussuchen kannst in seinen Stream. Das ist das erste Mal, dass ich einen Livestream von ihm angeschaut habe. Und du kannst einfach auch so andere Sachen gibt es in diesem Stream, die habe ich dann nicht mehr gefunden. Nachher hat er keine Zeit mehr, die rauszusuchen. Aber der Typ hat einfach ein Problem mit Bildung. Das ist einfach so das erste Problem, das der Typ hat. Er hat einfach eine nicht ausreichende Bildung, um über gewisse Dinge zu sprechen. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Zweitens, das ist noch so ein Problem, der Typ hat etwas, was ich nenne Mentalität Landjunge. Ja, der Typ kommt vom Land, so wie ich das verstehe. Das ist einfach irgendwie so Trailer zu seinem Kanal oder so. Und das ist halt ein witziges Video, natürlich, selbstverständlich. Aber man kann ein bisschen so sehen, woher die kommen, in was für einer Umgebung die leben, ja. Oder gelebt haben, zumindest, wo er aufgewachsen ist, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob er noch immer dort lebt. Aber da siehst du ein bisschen so diese Felder da hinten und der Horizont hört beim Wald auf. Der Typ sagt immer so, ja, er ist so hochbegabt oder andere sagen über ihn, er ist hochbegabt oder so. Das glaube ich gar nicht. Weißt du, was ich bei ihm glaube? Ich glaube bei ihm, dass er bauernschlau ist. Ich glaube dem Typen, dass er bauernschlau ist. Und das meine ich wirklich nicht abwertend, sondern was ich meine ist, dass der Typ komplexe Themen auf eine gewisse Art mit Hausverstand angeht. Dass er einfach sich hinstellt und sagt, naja, was ist? Es ist ja eh alles logisch. 1 + 1 ist einfach 2. 1 + 1 = 2. Was willst du? Ja, das ist einfach vollkommen klar. Das ist klar und das ist klar und das ist klar und das ist klar. Und so sind auch die Dinge, während er seine Videos vorträgt. So kommt er auch rüber, wenn er die Videos vorträgt. Er sagt, ja, es ist doch einfach vollkommen klar, dass wenn einer sich hinstellt und einfach so etwas macht, dann wird einfach das dabei rauskommen. Wow, das habt ihr aber super gemacht. Und dann sage ich dir einfach, dass wenn du so zu mir kommst, dann muss ich so darauf reagieren. Ja, so er hat immer diese Argumentation des Hausverstandes, das ist doch logisch. Bei ihm ist doch alles so logisch. Es ist einfach alles Hausverstand. Das Problem ist jetzt nur, dass wenn du über sehr komplexe Themen redest, wie Soziologie, Feminismus, Gendern, dann funktioniert das nicht. Weil im Hausverstand, durch die Traditionen und durch die Gesellschaft, in der wir leben, ist zum Beispiel die Frau weniger wert als der Mann. Gehört die Frau in die Küche? Ist eine Frau, die sich sexuell frei entfaltet, einfach eine H-Wort? Ja? Das ist einfach so selbstverständlich. Und wenn du Hausverstand benutzt, dann trägst du diese Selbstverständlichkeiten weiter. Aber bei Themen wie Feminismus, Gendern, soziologische Themen insgesamt, Politik, da geht es darum, die Welt zu verbessern. Es geht darum, die Welt zu verändern in eine positive Richtung. Und da kannst du nicht den Hausverstand benutzen. Das ergibt null Sinn. Da musst du visionär sein. Da musst du nach vorne gehen und einfach sagen, ich sehe eine bessere Gesellschaft, anstatt die, in der wir uns jetzt befinden, wo der Hausverstand hinreicht. Und da gibt es jetzt noch ein anderes Beispiel, wo er über den Gender Pay Gap redet, wo er mit seinem Hausverstand da absolut kein Meter weit kommt. Das werdet ihr gleich sehen, das zeige ich euch kurz, dann versteht ihr, wovon ich rede. Das Ganze halt relativ schwierig und ich meine zum Beispiel beim Feminismus, ich habe ja auch ein Video gemacht, warum Frauen weniger verdienen, was ja so an sich sogar stimmt. Aber es ist halt schwierig, das so zu benutzen. Ich meine zum Beispiel die SPD hat es ja benutzt. Und hat gesagt, ja, der Gender Pay Gap, der Unbereinigte, beträgt 26% oder so oder 18%, ich weiß nicht mehr. Da gab es auch Wahlplakate in Braunschweig von. Und ich habe ja in meinem Video zum Beispiel gezeigt, dass Frauen einfach grundsätzlich in Berufen arbeiten, wo man weniger verdient, halt sehr viele soziale Berufe. Okay, liebe SPD, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr jetzt diese sozialen Berufe 18% besser bezahlen? Er versteht das Thema nicht, aber er kann sich nicht eingestehen, dass er das Thema nicht versteht. Er hat das Thema einfach umgelenkt. Ja, vielleicht liegt das daran, dass sie einfach in weniger bezahlten Berufen arbeiten. Der Punkt ist nicht, dass Frauen absolut weniger verdienen als Männer, sondern in den gleichen Berufen. Das ist der Punkt, worum es beim Gender Pay Gap geht. Eine Frau, die zum Beispiel Managerin ist und ein Mann, der ein Manager ist, da verdient die Frau weniger. Ja, das ist der Punkt. Und nicht, hier vergleicht man nicht Manager mit Putzkraft. Das ist nicht der Fall. Der hat einfach so angenommen, dass Gender Pay Gap einfach so ist, weil Frauen die ganze Zeit in Sozialberufen arbeiten und wenn man den Gender Pay Gap schließen will, man einfach den Sozialberufen 18% mehr geben muss, warum auch immer er das annimmt. Und dann plötzlich sind diese 18%, wo soll das Geld herkommen? So, what the fuck einfach. Der hat keine Ahnung, wovon er redet. Warte mal, das ist kein Strohmann. Das ist kein Strohmann hier. Er macht keine Strohmann-Argumente. Der Typ hat keine Ahnung, wovon er redet. Ja, Strohmann aus Versehen, ja, Notwehr. Strohmann aus Notwehr. Weil die Sally greift ihn ein und erklärt ihm, wo seine Probleme sind und er will es einfach nicht einsehen und macht einen Notwehr-Strohmann. Er beschäftigt sich hier mit hochkomplexen Themen
Und hat einfach keine fucking Ahnung, wovon er eigentlich redet. Weiß eigentlich nicht, worum es da geht und bringt irgendwelche Beispiele, die einfach beim Arsch nicht zusammenpassen. Ja? Das dritte Problem, das Kuchen-TV hat, und das ist das schlimmste Problem, er ist viel zu sehr auf sich selbst fokussiert und andere sind ihm eher wurschtig, habe ich das Gefühl. Es ist ihm egal, wie es anderen geht, er ist auf sich selbst fokussiert und glaubt, wenn er etwas weiß, dann weiß er das schon. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie dieses dritte Problem bei ihm abgeht, wenn er daherkommt und sich hauptsächlich auf sich fokussiert und einfach seine Probleme rechtfertigen will, und da verwendet er, da habe ich ihn schon im ersten Video, das ich gemacht habe, kritisiert und einfach gesagt habe, dass der einfach da ein Problem hat, dass er jedes Mal Whataboutismen verwendet, einfach um sich da zu retten. Und das ist halt ein Riesenproblem. So kann man mit jemandem nicht reden und das ist einfach, was soll man dazu sagen? Es ging um ihn und für mehr kriegt er gerade seine Aufmerksamkeitsspanne nicht genutzt. Was noch schwierig daran ist, ist, dass anscheinend, ich sag jetzt einfach mal, es mangelt ihm an der Fähigkeit zu begreifen, dass wenn es um Hass gegen Frauen geht und um Straftaten gegen Frauen, dass es in dem Fall nicht um ihn oder um Männer geht. Genau. Ja, weil er... Das Coole ist, es ist sein Gesichtsausdruck. Schaut euch seinen Gesichtsausdruck an. Ja, da sitzt so, hä, was? Wovon redest du, Digga? Was? Hält sich ja für das repräsentativ von diesem Geschlecht. Hä? Hä, habe ich irgendwo gesagt, ladet mich ein, ich will dir sprechen? Siehst du? Ich habe eher das Gefühl, dass du ein Problem mit mir hast, um ehrlich zu sein, und nicht, dass ich ein Problem habe. Habe ich irgendwo gesagt, man will mich einladen, was ist los? Ich glaube, du hast ein Problem mit mir und nicht ich mit dir. Was ist los? Verstehst du? Hier ist Hauptsache, du kannst gegen mich ranten. Also ich check diesen Punkt von dir, ehrlich gesagt, gerade. Schau, ich erkläre dir gerne den Punkt noch einmal, wenn du ihn nicht checkst, mein lieber Kuchen. Ich erkläre dir den Punkt noch einmal. Es ist nicht der Punkt, ob es um dich geht, ob du eingeladen wirst oder nicht, oder dass du willst, dass du eingeladen bist. Das ist nicht, worüber sie geredet hat. Worüber sie geredet hat, ist, dass du, Typ, glaubst, wenn jemand über Frauenprobleme redet, über Probleme, die Frauen betreffen, dass du einfach da sagst, ja, aber was ist mit den Männern? Weil dich das mehr interessiert oder so. Dass du glaubst, es geht immer um dich. Das ist das Problem hier. Das ist das Problem. Und ich habe mir ein Video rausgesucht, um zu zeigen, wo er das macht. Fangen wir mal mit dem ersten Video an. Feminismus für die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Feministisch ist es, Geschlechtererwartung und Normen für alle Geschlechter abzubauen. Also auch für Männer. Im Endeffekt sollen also einfach alle ein bisschen mehr machen können, was sie eigentlich wollen. Eigentlich ganz geil, oder? Ja, im Endeffekt klingt das ja eigentlich wirklich ganz schön geil. Komischerweise gibt es auf der gesamten Seite nicht ein einziges Video, was irgendwelche Probleme anspricht, die Männer in unserer Gesellschaft haben. Versteht ihr, was ich meine? Sie hat über Feminismus geredet und er kommt jetzt sofort und sagt, seltsamerweise hast du aber nicht darüber geredet, wie es mit Männern ist. Ja, stell dir vor, wir müssen nicht immer über dich reden, Digga. Stell dir vor, es gibt auch Themen, die nicht einfach du sind, weißt du? Und das ist einfach das Problem, was ich gemeint habe. Er sieht alles, alles ist er ist alles, ja? Ich nenne einfach mal eins, das Sorgerecht. In unserer Gesellschaft herrscht immer... So, und jetzt ist das Spannendste. Jetzt redet er über das fucking Sorgerecht, das glaubst du nicht, einfach 2 Minuten lang. Er redet 2 fucking Minuten lang über das Sorgerecht. Sie hat 10 Sekunden lang Feminismus erwähnt, 5 Sekunden, und er redet jetzt 2 Minuten. Das ist Whataboutismus par excellence, okay? Bezogen werden. Und das ist das Problem, Kuchen. Das ist das Problem, das man mit dir hat. Du gehst nicht auf die Dinge ein, sondern du diffamierst Dinge, indem du einfach, zum Beispiel wie den Feminismus, du redest nicht schlecht, indem du einfach umlenkst und was anderes redest. Darüber oder grundsätzlich über das Sorgerecht habe ich jetzt komischerweise noch keinen Post gesehen. Ja, weil es ihnen nicht darum geht. Und hier könntest du dich jetzt als normaler Mensch hinstellen und einfach sagen, hey, diese Leute reden über was anderes. Vielleicht, wenn ich mit ihnen reden will, sollte auch ich über dieses Thema reden, das sie angesprochen haben. Oder ich rede einfach über ein anderes Thema, aber dann hat das nichts mit diesen Leuten zu tun. Diese 2 Möglichkeiten hast du. Beide nützt du nicht. Okay? Transjugendliche haben ein fast 6-fach erhöhtes Suizidrisiko und auch du kannst helfen, indem du einfach zum Beispiel richtige Vornamen und richtige Pronomen verwendest. Okay, also... Siehst du? Jetzt geht es um Transmenschen und Pronomen. Also wenn sich jemand umbringt, weil man bei der Person das falsche Pronomen benutzt, ich glaube, der hat ganz andere Probleme. Siehst du? Und jetzt kommt der Typ einfach daher und sagt einfach, ja, dein Problem ist eigentlich kein Problem. Und das ist einfach der Punkt. Und ich glaube aber wirklich nicht, dass das ein böser Typ ist, dass er das einfach aus... Der bezieht alles auf sich selbst, das ist ein drittes Problem. Und ich glaube nicht, dass der Typ ein böser Typ ist, ich sag's euch nochmal. Wirklich, ganz im Ernst, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass der Typ böse ist, ja? Ja, das alles sollte witzig sein, ja, ja. Aber ich glaube, der Typ ist einfach...
Wie gesagt, auf drei Beinen steht der Tisch. Das erste ist Ding, keine ausreichende Bildung über so komplexe Themen zu reden. Das zweite ist, er behandelt Dinge eben deswegen, weil er keine ausreichende Bildung für solche Themen hat, mit dem Hausverstand, was absolut scheiße ist. Und dann ist er auf sich sehr fokussiert und nicht an anderen interessiert. Das heißt, das sind drei Punkte, die, wenn man sie zusammentut, dazu führen, dass Leute da draußen einfach herumlaufen und sagen, Digga, halt die Fresse. Halt die Fresse, bitte rede nicht über diese Themen. Geh einfach raus und rede über den Fußball. Aber dann werden wahrscheinlich die Leute vom Fußball kommen und sagen, halt die Fresse, rede nicht über den Fußball, darüber weißt du auch nichts. Weil ich weiß, er trainiert Fußball, da könnte er zum Beispiel, vielleicht weiß er was über Fußball, da kann über Fußball. Ich habe letztens gesehen, er weiß sehr viel über Ernährung. Rede über Ernährung, alles ist in Ordnung. Aber Digga, lass es, das habe ich dir schon in meinem ersten Video gesagt, rede nicht über Politik. Davon hast du keinen fucking Plan. Rede nicht über Feminismus und Gendern. Du hast keinen fucking Plan, wovon du redest. Und rede nicht über irgendwelche soziologischen, psychologischen Themen. Du hast keinen fucking Plan, wovon du redest. Das ist alles, was ich sage. Ja, er ist unreflektiert rechts. Ich glaube, der Typ ist einfach rechts, weil man ihn rechts genannt hat und er sagt jetzt, na gut, wenn ihr mich rechts nennt, dann bin ich wohl rechts. Ja, okay, rechts ist nicht schlimm. So, also, ich glaube, er weiß nicht wirklich, was links und rechts ist. Übrigens, Kuchen, wenn du zuschaust, es gibt auf meinem Kanal ein Video über links, rechts, schaust dir an. Ich glaube, vielleicht kannst du da was lernen. Ja.